Ein Unternehmer, der muss die Sprache des Kapitalismus sprechen, und das ist Mathematik, und aber auch die Sprache der Moral, und das ist Liebe. Dann muss das ja eigentlich für jeden eine Warnung sein, der momentan als Unternehmer nicht zum Creator wird. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Doppelter Espresso mit mir. Diesmal eine ganz spezielle Variante. Denn ihr wisst, am Wochenende war das große Wake-Up-Event hier in München und es ist kein geringerer als Saigin Yalcin mit dabei gewesen, ein Milliardär aus Bremen. Ja, der es geschafft hat, unter anderem einen Exit zu machen, sein Unternehmen an Amazon zu verkaufen und der mit uns wirklich über das Thema Web3, Social Media, Branding und allgemein moderne Kommunikation und Unternehmertum spricht. Ich wünsche euch mit dieser Podcast-Folge super viel Spaß und würde sagen, ich nehme jetzt hier mal dran und wir begrüßen ihn zusammen. Moin, sagst du. Ja, sagen wir auch in Bremen, oder? Sagen wir in Bremen. Witziger Fun Fact, wir sind gar nicht so weit voneinander geboren. Du bist direkt in Bremen geboren? Genau in der Mitte, ja. Ich 10 Minuten entfernt in Delmenhorst. Und ja, ich habe es gerade schon gesagt, es ist eine unglaubliche Ehre. An dieser Stelle nochmal wirklich ein ganz, ganz dickes Dankeschön, dass du extra hergekommen bist für dieses Event. Das ist absolut keine Selbstverständlichkeit. Und wir haben hier jemanden sitzen, der nicht irgendwie von Stuttgart rüberfährt oder von Frankfurt, sondern du bist von Dubai rübergeflogen, gestern Abend, heute hier angekommen und bist fit. Jetzt geht es um dein Buch, es ist neu rausgekommen, unter anderem. Ich habe es komplett durchgelesen und ich bin ehrlich, ich habe den Titel gesehen, ich kenne dich jetzt ja auch schon, wir waren ja mal zusammen essen in Dubai. Und ich habe den Titel gesehen und dachte, boah, der ist schon, das ist schon ein bolder Titel. Na, meine Kinder werden reich geboren, wenn das jetzt irgendwer schreibt, okay. Aber wenn das jemand schreibt, wo man ja nachweislich weiß, dass er eben ein unglaubliches Vermögen aufgebaut hat, dann dachte ich mir erst so, ist das eigentlich der richtige Ansatz? Sollten Kinder jetzt eigentlich reich geboren werden? Aber der Inhalt ist ein ganz anderer. Vielleicht magst du ganz kurz was zur Intention dieses Buches sagen. Gerne, gerne. Erstens, ich gucke immer so komisch, ich hatte eine Augen-OP und ich habe noch eine Naht drin, deswegen, ich mache immer so komische Bewegungen. Also das ist jetzt nicht, weil ihr so lustig ausseht, sondern wegen diesen Scheinwerfern. Ja, das Buch heißt, meine Kinder werden reich geboren. Und zwar, weil ich reich nicht unbedingt so definiere, wie jeder das eigentlich so im ersten Moment definieren würde. Ich habe nämlich das Buch so aufgebaut, dass es erstmal anfängt mit meiner Motivation. Und die Geschichte dahinter kennen vielleicht einige, aber ich kämpfe gegen so eine unheilbare Krankheit, die ich nicht habe, sondern meine kleine Schwester. Und das ist meine Motivation im Leben. Das heißt also, ich fange an mit meinem Warum. Und dann geht es eigentlich in dieses Mindset-Thema kurz, das ist der erste Schritt. Und dann baut sich das eigentlich auf, indem ich erkläre, wie ich ein Unternehmen aufbauen würde, von null bis zum Erfolg. Und das letzte Thema ist nämlich Erfolg und das definiere ich eben nicht nur im Rahmen von Kapitalismus, sondern ich denke, wenn man wirklich erfolgreicher Unternehmer sein möchte, dann muss man in der Moral gewinnen. Und ich sage immer, ein Unternehmer, der muss die Sprache des Kapitalismus sprechen, und das ist Mathematik, und aber auch die Sprache der Moral, und das ist Liebe. Wenn man beide Sprachen spricht, und wenn man beide Sprachen sprechen kann, dann ist man ein reicher Mensch. Und dadurch sage ich auch, der Titel kombiniert eben die Moralität und Kapitalismus, weil ich sage, meine Kinder werden reich geboren. Das ist, was ich ihnen beibringen werde. Und dann versteht man das vielleicht auch ein bisschen besser, indem man sagt, er meint eigentlich damit nicht, dass die finanziell unabhängig geboren werden, sondern ich erkläre den Weg zu einem guten Menschen. Und hoffentlich, wenn ich irgendwann Kinder haben sollte, kann ich das auch verwirklichen. Ja, definitiv. Also wir gehen, ja, kann man gerne klatschen, auf jeden Fall. Ich will gleich eh noch ein bisschen auf den Inhalt eingehen, aber was mich jetzt erstmal interessiert, wo du da so ein bisschen auch, sag ich mal, Erfolg definiert hast, war das bei dir wirklich von Anfang an so? Ich meine, wir sind ja hier unter uns, sag ich mal. Du hast ja auch angefangen, Unternehmen aufzubauen. Du kommst ja jetzt auch nicht aus einer sehr wohlhabenden Familie. Du hast ja alles selber erarbeitet. War schon immer das so in deinem Kopf oder würdest du auch sagen, ey, am Anfang war das sogar so, dass ich beispielsweise, so sag ich das auch ganz ehrlich von mir, ich wollte Millionär werden. So, in meiner Familie gibt es keinen Millionär
Und es war damals immer so in meinem Kopf. Wir sind auch ungefähr der gleiche Jahrgang. Und bei mir war das immer so, du musst Abitur haben, du musst deinen Job haben. Die USA für uns ist unmöglich. Ja, so haben meine Eltern geredet. Wir fliegen nach Spanien, wir fliegen nach Griechenland. Das sind unsere Urlaubsziele. Wenn ich gesagt habe, USA, haben meine Großeltern meiner Eltern gesagt, ist zu gefährlich, ist zu weit weg. So, wenn ich gesagt habe, wie wird man Millionär, wie kann man viel Geld verdienen, dass wir nicht in einem Einfamilienhaus wohnen, sondern vielleicht in einer Villa oder in einem größeren Haus, dann hat meine Mama zu mir gesagt, Torben, sei froh, ne, dass wir dort stehen, wo wir stehen, aber das, was du da gerade siehst, im Fernsehen, im Internet, das ist nicht für uns. Ja. War das bei dir? Ich habe mit 8,5 Jahren gemerkt, dass es ein großes Problem gibt, nicht? In unserer Familie, dass quasi, ich habe meine Schwester ja als allererstes entdeckt mit ihrem Fieberkrampf. Also ich habe sie blau gesehen im Gesicht, in ihrem Babybett. Und da war meine Mutter und meine Schwester waren jahrelang im Krankenhaus, also dann nicht mehr bei mir. Und ich habe einfach gesagt, okay, ich möchte das Problem lösen, aber als Achtjähriger denkt man anders. Da sage ich, ich muss reich werden, damit ich die Ärzte bezahlen kann. Ja, so ganz einfach. Und sage, ich kaufe mir einfach dann irgendwie diese Lösung. Und dann habe ich gesagt, ich werde Fußballprofi. Ja, die sind reich. Ja, dann habe ich versucht, wirklich einfach zu sagen, hey, mit Fußball kann man viel Geld verdienen. Ich kann mir natürlich als 8-Jähriger, vielleicht als 10-Jähriger nichts anderes vorstellen. Es waren nur Fußballer, die reich waren im Leben. Und dann habe ich bis zur A-Junioren-Bundesliga gespielt. Also ich habe wirklich lange Fußball gespielt. Habe dann irgendwann mit 19 mich entscheiden müssen. Habe gesagt, wenn ich jetzt der 500-beste Fußballer der Welt wäre oder auch nur in Deutschland, dann hätte ich vielleicht ein paar Millionen Euro. Mhm. Also das ist viel Geld, aber das ist immer noch nicht wirklich, womit du etwas ändern kannst. Und als 500-bester Unternehmer könnte man wirklich die Welt verändern. Dann bist du Multimilliardär. Ich habe gesagt, okay, ich will Unternehmer werden. Hast du in dem jungen Alter schon... Ja, war ich schon 19. Was hat dich damals getriggert? War das übrigens, ich wurde dann nicht Unternehmer. Ich wurde erstmal möchte gern Schönheitschirurg. Okay. Ja, das war noch das. Okay. Ja, ich habe einfach gesagt, ja, weil mein Vater ist Tierarzt und meine Mutter ist. Ja. Okay. Und er hat gesagt, du musst was Solides studieren. Solide Sachen. Es gibt bei uns in der Familie, ich glaube bei jedem Türken, gibt es nur Jura oder Medizin. Es gibt einfach kein anderes Studium, glaube ich. Bei den Deutschen kommt Lehramt noch dazu. Das habe ich dann genommen, ja. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, dann studiere ich halt, dann wäre ich Schönheitschirurg. Ich habe nämlich in der Medizin wenigstens was gefunden, das noch reich werden könnte. Okay. So, dann habe ich gesagt, okay. Und ich überspringe jetzt wirklich viele Sachen. Ich habe darüber ein Buch geschrieben. Und zwar bin ich dann zur Bibliothek gegangen und hab dem Bibliotheker gesagt, gib mir bitte alle Bücher, die deutsche Schönheitschirurgen geschrieben haben. Mhm. Nicht, weil ich sie lesen wollte. Und die Bücher waren echt eklig, wenn du die dann wirklich aufmachst und die Bilder anschaust. Ich habe nur geguckt, wer die geschrieben hat und habe die dann angerufen. Habe die gefragt, wie viel Geld sie verdienen. Okay, wie lange ist das jetzt her? Ich war 19, also vor 2 Jahren. Ah ja, okay. Ich wollte es gerade sagen. Ja, okay. Fair play. Und die haben mir natürlich gesagt, ey, du wirst niemals so reich, wie du dir das vorstellst. Und übrigens macht man das nicht wegen dem Geld. Und zweitens musst du erst mal 6 Jahre studieren plus 2 Jahre diese Spezialisierung mit 600 eigenständigen Operationen. Und dann musst du erst mal noch Geld verdienen, bis du dann irgendwann deine eigene Praxis hast und bist du irgendwann knapp 40. Dauert zu lange. Ja. Dann habe ich gesagt, okay, mache ich trotzdem. Habe dann mich beworben für ein Studium, darf man aber nicht. Man muss erst mal so ein Praktikum machen. Ja, das heißt dann irgendwie so, damit man überhaupt studieren darf, muss man ein Praktikum bei einem Krankenhaus machen. Und dann habe ich das wirklich gemacht. Ich war dann fast drei Monate. Ich bin 2 Wochen vorher gefeuert, gekündigt worden. Ich überlege mal, wie schafft man es, bei einem unbezahlten Praktikum gefeuert zu werden? Das geht, doch, das geht. Wer hat das schon mal geschafft? Ich habe es geschafft, ja. Ein paar, glaube ich, haben das schon. Ich konnte einfach kein Blut sehen, keine Misere. Ich habe die ganze Zeit nur Playstation gespielt mit den Patienten und das war... Okay. Naja.
Und die Krankenschwester meinte dann, du wärst der schlechteste Arzt, aber bestimmt ein guter Geschäftsmann. Und dann habe ich halt angefangen, also immer dasselbe Prinzip. Ich war ja auch DJ übrigens. Ich könnte eigentlich so viel darüber sagen. Was machst du denn noch als DJ bis 21? Ja, und dann habe ich mich wieder informiert und habe geguckt, wer sind die Autoritäten in dem Bereich. Also in Autoritäten in der Medizin waren für mich die Schönheitschirurgen in dem Fall. Und beim Business war es erstmal diese Business Schools. Und dann habe ich mir die Top 10 so rausgesucht und habe mich dann bei der Nummer 10 beworben. Erstmal so ein bisschen Übung zu bekommen. Und meine Lieblingsuni, die habe ich dann so danach, so ein paar Wochen später habe ich beworben, damit man so eine Übung bekommt. Mhm. Don't start at the top, sagen sie. Mhm. Erstmal ein bisschen üben. Ja, und dann habe ich angefangen bei der Business School. Ja, jetzt sind wir hier. Krass. Also, dass es so angefangen hat, finde ich halt deshalb, also eigentlich gar nicht so verwunderlich, weil ich sag mal, wir kommen ja aus einer Generation, wo das irgendwie so der Weg war. Ne, sag ich mal, du musstest irgendwo, stimmte das ja, man brauchte Abitur, dann hat man eigentlich zwei Möglichkeiten gehabt. Man macht eine Ausbildung, man macht ein Studium und dann kann man halt gucken, macht man sich selbstständig, wird man angestellt irgendwo. Heute gibt es ja beispielsweise auch viele andere Möglichkeiten. Es gibt Menschen, die sehr erfolgreich geworden sind, indem sie eigentlich nur in Anführungszeichen die Idee hatten, auf Social Media gegangen sind, darüber geredet haben mit Content Marketing und so weiter. Das gab es ja alles früher gar nicht. Was mich jetzt interessiert ist, du bist also an dieser Business School, du lernst das alles, du hast deine ersten Ideen und ich glaube, heute sitzen auch voll viele hier, die haben so eine Idee. Wie bist du wirklich in diese Umsetzung gekommen? Also ich sage immer, Ideen sind wertlos ohne Umsetzung. Ne? Ja. Also man kann man kann auch irgendwie, ich höre das oft, also mir wurde eine Idee geklaut. Mhm, ist nichts wert. Ich sage immer, du kannst keine Ideen besitzen, du kannst Unternehmen besitzen. Ideen sind einfach, jeder hat Ideen. Und wenn du sie hast, habe ich sie vielleicht auch 3 Monate, nachdem du auf dem Markt bist. Ja? Das heißt also im Endeffekt, ich sehe oft, dass der Mindset-Teil des Unternehmertums oft auf Social Media beigebracht wird. So, hier, glaub an dich und. Aber dann hört es auch auf. Mhm. Nur ich sage immer, da gibt es halt noch 6 andere Schritte. Und der nächste Schritt ist dann auch die Ideengenerierung. Ne? Also man kann sich ja Ideen ausdenken, aber ich bin kein Fan davon. Ich glaube, es gibt so viele Ideen, die man kopieren kann und auf dem Markt anpassen kann. Keiner der größten Unternehmen der Welt sind Erfindungen. Es sind meistens bessere Implementierungen, innovativere Implementierungen von existierenden Ideen. Das heißt, man muss in der Lage sein zu verstehen, wie man Ideen auch bewertet. Ja? Das heißt, es gibt viele Unternehmer oder die es gerade anfangen möchten, sie springen dann von Ideengenerierung direkt in die Umsetzung und machen diesen, ich sage immer, 90 Tage Hausaufgaben nicht. Ja, man muss halt vieles beachten. Ich stelle mir immer so 6 Fragen und sage, hey, wenn diese 6 Fragen passen, dann gehe ich einfach in den nächsten Schritt. Mhm. Nach der Ideenbewertung fängt dann erstmal die Businessplanung an. Ja, das heißt, du hast dann den numerischen Teil, das heißt, du schaust dir den sogenannten gesamten adressierbaren Markt an. Wie groß ist der Markt überhaupt? Und wie viel davon kann ich eigentlich für mich beanspruchen? Ja, und viele rechnen dann immer so, ja, Weltbevölkerung ist 8 Milliarden, 1% davon, ich wäre Milliardär. Ja. Meistens nicht so. Ja, meistens nimmt man wirklich den adressierbaren Markt, weil den muss man ja auch irgendwie bewerben. Wenn man die ganze Welt bewerben möchte, dann muss man schon Milliardär sein. Das heißt, man fängt an mit dem realistischen adressierbaren Markt und dann nimmt man sich zwischen 1% und 10%. Ja, 10% ist schon sehr, sehr stark. Wenn man 10% Marktanteil hat in einem großen Markt, ist das schon sehr stark. Und das kann man dann sehr schön ausrechnen in so einem Geschäftsplan, ja, Businessplan. Man guckt sich die Zahlen an und dann guckt man, macht das immer noch Sinn? Ja? Normalerweise muss 1 passen. Deine Akquisitionskosten müssen niedriger sein als das, was du mit dieser Akquisition verdienst. Ganz einfach. Das heißt also, viele versuchen dann ihr eigenes Problem zu lösen, anstatt zu sehen, ob sie ein Problem lösen für den Markt, wo Leute bereit sind, dafür Geld zu bezahlen. Für diese Problemlösung. Und zahlen sie auch gut genug, damit sich das überhaupt lohnt? Und diese Frage kann man dann in dem Geschäftsplan beantworten. Und das ist wie so ein ausführbares Dokument. Ja? Das ist wie so ein Leitfaden. Man sagt dann, okay, ich kann mir Akquisitionskosten von X nur leisten, kann nicht mehr bezahlen. Und dadurch kannst du auch deine Marketingkanäle bestimmen.
Wir können ja auch über Social Media dann drüber reden, was da eigentlich der Wert von ist. Und nach dem Businessplan gehst du in die ins Teambuilding. Das heißt also, du kannst dir jetzt basierend auf dem Geschäftsplan auch wirklich ausrechnen, wen du dir wann und für wie viel Geld leisten kannst. Ja, das steht dann im Businessplan drin, welche Positionen du füllen musst, wann du sie füllen musst. Und nachdem du das hast, dann geht man erst in die Finanzierung. Und das ist auch wichtig, weil ich kriege ungefähr so 60.000 Geschäftspläne pro Jahr und ich sehe immer, ey, ich habe eine Idee, ich brauche das Geld. Aber da sind noch ein paar andere Schritte. Ja, das heißt, also man muss genau dann verstehen, okay, was muss ich denn dem Investor zeigen können? Weil worin investiert der denn? Und wenn man einen Investor überzeugt man damit, indem man Daten hat und ein Narrativ. Also man braucht eine Story, die passt, und man braucht Daten, die es beweisen. Wenn man das dann gelöst hat, dann geht man in die Business Operations rein, also eigentlich auch in die Business Intelligence. Das heißt, also dann fängst du an, wirklich auszuführen. Und am Ende, hoffentlich, wird man dann erfolgreich. So, was ich jetzt hier gezeigt habe, ist eigentlich der Leitfaden meines Buches. Und zwar sehe ich sehr oft bei angehenden Unternehmern, Mindset bekommen, gestern auf Social Media, heute eine Idee, morgen spreche ich einen Investor an. Ja, und dann ist natürlich Unternehmertum sehr riskant. Glaubst du, dass das ein Problem ist? Finde ich sehr spannend, weil du sagst das super strukturiert und ich kann es auch wirklich nochmal bestärken, also auch in diesem Buch, das ist jetzt normalerweise, diese ganzen Erfolgsbücher und so weiter sind immer viel Blabla, viel schwammig, viel Motivation, genau das, was du gesagt hast. Das hier ist eher analytisch, nach einer Struktur aufgebaut und so weiter. Denkst du, das ist ein Problem von Social Media, dass, weil beispielsweise weniger Leute auf Business Schools gehen und so weiter und sich denken, okay, ich kann mir das ja im Internet aneignen, vielleicht irgendwie der Schwerpunkt auch aufgrund des Angebots einfach viel mehr bei der Motivation liegt, anstatt dann wirklich zu überlegen, okay, ich schreibe jetzt einen Businessplan und wie geht das? Weil ich habe gemerkt, wenn du mit Leuten über Mindset redest, ein 20-Jähriger hat Lust, was zu machen, du redest mit ihm über Mindset, der kennt alles. Er sagt, ja, ich habe den gelesen und ich habe das gehört und so. Aber sobald es zum Thema Businessplan geht, ist meistens eine große Lücke. Und dann heißt es, nee, da habe ich mir jetzt noch keine Gedanken drüber gemacht, aber ich habe das Mindset und ich will unbedingt, ich habe die Motivation. Und dieser Part, der fehlt. Warum glaubst du, fehlt der bei so vielen? Weil Unternehmertum ein Handwerk ist. Ja, ich sage immer, es ist ein Handwerk wie das Tischlerhandwerk. Wenn du weißt, wie man baut, dann ist es egal, ob es ein Tisch oder ein Stuhl ist. Mhm. Das heißt, im Internet ist immer, ich nenne das immer Dr. Google. Mhm. Wenn man da zum Beispiel eine Krankheit googelt, dann weiß man so, da kriegt man jede mögliche Antwort. Man ist tot nächste Woche eigentlich. Ja, genau. Oder ja, es gibt halt sehr viel Meinung, ne, die vielleicht nicht stimmen. Und auf Social Media kriegt man auch sehr viel von diesen Mindset-Tipps und sehr viele Hobbypsychologen, die dort unterwegs sind. Und da können auch viele Leute drüber reden. Nur das ist nicht Unternehmertum. Ich sage immer, das ist der erste Schritt, womit man anfängt. Aber dann die anderen Sachen, die vielleicht ein bisschen handwerklicher sind, die vielleicht auch nicht so spannend sind, womit sich vielleicht auch nicht viele Leute auskennen, die überspringt man gerne. Ja, das ist so der Teil, von dem man gerne redet, so ist harte Arbeit. Aber macht ihr das auch wirklich? Ja, das heißt also, man muss sich damit beschäftigen, weil im Endeffekt wird sich das herauskristallisieren. Ich sehe das sehr oft in Investorengesprächen, wo sehr schnell klar wird, ob sich jemand wirklich mit den Daten beschäftigt hat. Ja? Und zwar ist ein Businessplan eigentlich nur eine Ansammlung von Annahmen und die logische Konsequenz von den Annahmen. Ja? Wenn man dann diese logische Konsequenz hat, also das heißt also 1 plus 2 sind 3, das wird keiner mit euch debattieren. Was mit euch debattiert wird, ist, wie kommst du auf die 1 und wie kommst du auf die 2? Also was sind deine Annahmen, die du da getroffen hast? Und da sieht man dann den Unterschied von den Leuten, die gesagt haben, ich habe mich damit beschäftigt. Ich komme auf die Eins, weil ich diese Forschung betrieben habe, weil ich hier diese Sachen gelesen habe, weil ich einfach so einen Haufen Beweise habe, dass ich an diese Eins glaube. Und dann muss der Investor natürlich sagen, wow, das ist gut, das glaube ich dir. Oder er muss Gegenbeweise liefern.
Aber wenn du nur die Eins dahin klatscht und ihr beide sitzt dann da, beide keine Ahnung, dann ist das nicht fundiert. Das heißt also, man kann auf Social Media sehr gut Mindset rüberbringen, aber die anderen Sachen, die sind sehr handwerklich und da würde ich euch empfehlen, Bücher zu lesen. Weil du auch glaubst, dass einfach, ich fand das eigentlich ganz spannend, weil das deckt sich mit dem, was ich auch denke, wenn es um Handwerk geht, wenn es um sowas geht wie jetzt ein Businessplan, das ist einfach nicht so sexy. Das heißt, es ist nicht so baity. Man kann schlechte Headlines damit kreieren. Ich zeig dir jetzt den besten Businessplan. Das klingt halt nicht so sexy wie mit diesem Motivationstrick stehst du morgens auf und, sag ich mal, gehst in Aktion. Und ich glaube, deshalb fehlt das. Was mich jetzt aber vor allen Dingen auch interessiert ist, du bist ja diesen Weg gegangen, Business School. Du hast angefangen, das erste Unternehmen aufzubauen. Warum hast du dich irgendwann entschieden, auch eine Brand auf Social Media aufzubauen und auch so viel zu kommunizieren? Weil ich sag mal, ich glaube, viele in deiner Position würden vielleicht auch sagen, ey, ich will das gar nicht. So, ich will gar nicht so sichtbar sein. Ich bin eigentlich froh, ich habe meine Unternehmen, ne, ich habe erfolgreiche Exits gemacht. Aber warum im Rampenlicht stehen? Ich glaube, es wird eine Kernkompetenz von jedem Unternehmen in der Zukunft, Content Creator zu werden. Das heißt, es wird nicht mehr einfach sein, im Wettbewerb zu gewinnen, wenn man sich hinter den Logos versteckt. Das heißt, die Menschen, ich glaube immer daran, dass die Menschen Menschen vertrauen und nicht irgendwelchen Logos. Das heißt, sie wollen wissen, wer hinter diesen Marken steht. Ein sehr gutes Beispiel ist zum Beispiel ist Elon Musk. Ja, ich glaube, der macht sehr viel von dem Wert von Tesla aus. Mittlerweile auch Twitter. Ich würde sagen, hat man ja, also das heißt, stellt euch mal vor, er wäre nicht in der Presse so oft. Ich glaube, dann würden viel weniger Leute an diese Firmen glauben. Vielleicht auch gar nicht von den Firmen gehört haben. Das heißt, er hat sehr früh verstanden. Ich glaube, es gibt auch der Firma eine eigene Stimme. Ja, das heißt, es wird heutzutage immer schwieriger, seine eigene Stimme zu haben, wenn sie ungefiltert sein soll. Das heißt also, wenn man andere Journalisten braucht, um seine eigene Stimme an die Audienz zu bekommen. Und so hat man eine direkte Stimme. Und das ist natürlich wichtig, dass man nicht immer über diese Journalistenschiene gehen muss, wenn man irgendwas ankündigen möchte, beziehungsweise was richtigstellen möchte. Und gleichzeitig ist das auch so, dass es mich als CEO verantwortungsvoller macht. Ja, das heißt, ich könnte jetzt nicht einfach anfangen, unsere Kunden abzuziehen. Die wüssten ganz genau, wer dahinter steht. Das heißt also, jeder Geschäftsführer, der ist auch dann ein bisschen verantwortungsvoller mit dem, was er macht. Ich habe schon oft gesehen, dass große Firmen Skandale hatten und der CEO hat dann ganz ruhig gekündigt. Und Keiner ist weg. Der hat dann einen Monat später einen anderen Job. Und das dürfen die sich nicht erlauben. Wie hast du gestartet? Also was war so der Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich mache mir jetzt ein Instagram-Profil, ich fange an, Reichweite aufzubauen. War das wirklich, nachdem du schon immensen Erfolg hattest im Unternehmertum, oder hast du eigentlich auch so ein bisschen deine Reise vor ein paar Jahren dokumentiert, was wahrscheinlich dann auch weniger gesehen haben, weil du vielleicht noch, sag ich mal, am Anfang warst oder weil du selber noch nicht so sichtbar warst? Nee, ich habe 2016 erst angefangen. Ja. Da hatte ich schon größere Unternehmen gebaut. Für mich, damals war das auf YouTube. Ich habe mit YouTube angefangen, einfach so mit ganz normalen Videos über Business. Also ich habe mal ein Video von dir gesehen, wo Tiere entscheiden, welches Auto du nimmst. Ja, das kennt ihr das? Wer von euch kennt dieses Video? Das hat Millionen von Views gehabt. 10 Millionen Views. 10 Millionen Views. Wurde mir damals ausgespielt und das ist im Endeffekt ein Video, wo Luxusauto versus normales Auto, sage ich jetzt mal. Und ja, es war nicht normal. Es war ein 100-Euro-Auto zu einem 1-Million-Euro-Auto. Die habe ich daneben gestellt und habe dann ein Pferd, eine Schildkröte, einen Hund, eine Schlange und eine Eule entscheiden lassen, welches Auto besser ist. Und das 100-Euro-Auto hat gewonnen. War das dein Start auf Social Media? Nee, das war nicht. War das denn? Das wäre lustig. So, meine erste Idee, wie kann ich jetzt meine Brand starten, indem ich die Schlange entscheide? Nee, ich hatte einfach so in der Dusche diese Idee. Ja. Okay. Aber hast nicht direkt eine Story gemacht? Nein, das war so. Da habe ich noch ein bisschen anders gedacht. Ich habe mir dieses Auto gekauft, dieses teure Auto, und habe gesagt, Mann, das interessiert doch keinen. Unter der Dusche. Da habe ich gesagt, ich werde es beweisen, dass sogar Tiere wissen, dass dieses Auto nicht unbedingt besser ist als dieses 100-Euro-Auto.
Und es ist auch wirklich so gewesen. Also die, ich habe immer gesagt, da wo auch eine Tarantel hatte ich auch. Mhm. Und die sind dann Richtung dem 100-Euro-Auto gegangen. Oder keine, die Eule ist, oder ein Falke ist dann auf dem roten Auto, dem billigeren Auto gelandet. Und da habe ich gesagt, guck, das ist nichts wert. Krass. Ja, also wenn ihr es nicht gesehen habt, dieses Video müsst ihr auf jeden Fall sehen. Das war tatsächlich das erste. Da gibt es echt bessere Videos. Das, ja, aber Video das war das, ist echt so. Aber es war trotzdem, das war das erste Video, was ich von dir damals gesehen habe. Das ist kein Spaß. Ich dachte mir so, was ist das für ein Typ? Was macht der da? Wieso entscheidet das? Das war lustig. Ich fand es unglaublich witzig. Okay, also YouTube hast du gestartet. Und was waren so die ersten Themen, worüber du geredet hast? Also meine ersten Videos sind grundsätzlich nur Handwerk. Ich habe aufgezeigt, wie man Businessplan baut, wie man Ideen bewertet. Und also war eigentlich nur Business. Habe dann irgendwann gemerkt, die Videos, wo ich meinen Tagesablauf oder meinen Lifestyle dazu packe, die haben dann irgendwie Millionen Views. Und wo ich nur über Business rede, haben weniger Views. Mhm. Da habe ich gesagt, okay, vielleicht sind Leute auch an dem Lifestyle interessiert. Dann habe ich das kombiniert, habe dann in jedem Video dann Business-Tipps gegeben, aber dann auch so meinen Tagesablauf mitgefilmt. Damals war Vlogging noch sehr stark. Mhm. Und dann irgendwann, ich glaube vor 3 Jahren oder 4 Jahren, habe ich dann auf Instagram einfach angefangen mit einfach Bilder posten zu den Videos. Mittlerweile mache ich Reels sehr viel. Mhm. Ich glaube, Social Media entwickelt sich auch von Jahr zu Jahr weiter. Als YouTube gestartet hat, ja, das war für uns Short Format. Das heißt, das waren kurze Videos verglichen zu TV. Heutzutage gilt YouTube als Long Format, also 10 Minuten, ist ja schon richtig krass. Wir haben ja einen Megatrend, und zwar haben die Menschen immer weniger Geduld. Ja, das heißt also, wenn du nicht innerhalb von 3 Sekunden die überzeugst, dann bist du weggeswiped. Das heißt also, wir entwickeln uns immer mehr Richtung Short Format. Und irgendwann hat TikTok damit sehr stark angefangen, Reels zu pushen, was dann Instagram kopiert hat. Und wir gehen quasi mit der Welle mit. Und ich finde das so heftig, weil, und das müsst ihr euch immer überlegen, für mich ist das so ein dickes Ausrufezeichen. Wir haben ja das live zusammen bei Instagram gemacht. Und ich weiß nicht, wer von euch war da drinne in dem Instagram Live von uns? So, da hast du ja auch schon angefangen, über Social-Media-Strategien zu reden. Du sitzt hier und sagst, ja, momentan ist Shortform, man muss in den ersten 3 Sekunden catchen. Und ich denke mir, wenn jemand wie du sich damit so sehr beschäftigt, und ich sehe immer deine Reels, du holst immer den Kameramann und dann zeichnest du was auf ein Blatt Papier und so, erklärst ein paar Dinge, dann muss das ja eigentlich für jeden eine Warnung sein, der momentan als Unternehmer nicht zum Creator wird. Weil du, kann ich mir vorstellen, dein Schedule ist wahrscheinlich voll und du hast super wichtige Meetings und trotzdem gibt es eben diese Spalte, wo du sagst, jetzt drehe ich Reels, jetzt mache ich ein Instagram Live, jetzt gehe ich auf, keine Ahnung, in einem Instagram Live vielleicht auch mit jemandem, der in Deutschland irgendwie da 500, 600 Leute drin hat. Das ist ja eine ganz andere Range eigentlich, womit du sonst, sage ich mal, hantierst. Hört sich komisch an, ne? Ja, aber ich finde das so spannend. Ja, ich mache das, weil ich habe vor sechs Jahren ja Social Media angefangen und da haben meine Geschäftspartner gesagt, das ist komisch, das ist auch für Kinder. Waren die schon in Dubai, die Geschäftspartner? Ja, die sind auch viel älter, also 60 Jahre alt und so. Und da habe ich gesagt, hier, pass auf, und mittlerweile ist das mein Standardsatz, wenn ich mit Unternehmern rede, ist, was machst du heute, was sich komisch anhört, aber in 5 Jahren als normal gelten wird. Ich habe gesagt, pass auf, in 5 Jahren ist das normal. War so. Und jetzt habe ich ich bin ja ein Gebrauchtwagenhändler, wenn man es so zusammenfasst, und wir haben Das wäre jetzt nicht die Betitelung auf der Binde, die ich da jetzt hingeschrieben hätte, aber... Mhm. Und da habe ich jetzt eine Musik- und Videoproduktionsfirma gegründet, innerhalb unseres Gebrauchtwagenhandels. Weil das hört sich heutzutage so komisch an, aber ich glaube, wie gesagt, in 5 Jahren wird das eine Kernkompetenz von jedem Unternehmen, das online erfolgreich sein möchte, Content zu kreieren. Ich glaube nicht, ich bin auch einer der größten Hasser von Marketing. Ich glaube, Marketing ist, also man muss sich ja mal vorstellen, die Leute zahlen Geld, um Marketing nicht zu sehen. Also mehr Hass gibt es gar nicht, weil man muss ja eigentlich Leute... YouTube Premium, Spotify Premium. Also wirklich... Ich glaube, das ist so ein Abwärtsrennen. Also die Leute, die Marketing dann betreiben, die werden irgendwann immer mehr in der Auktion mehr bieten müssen, um an noch weniger Leute herankommen zu können. Und Content ist etwas, Leute lieben. Ja, das heißt also,
du musst in der Lage sein, Content zu kreieren, wo Menschen freiwillig das schauen, ne, und das weiter teilen. Und was ich in den letzten Jahren so gelernt habe, oder Jahrzehnt eigentlich, ich arbeite ja mit den Plattformen zusammen. Ich bin ein guter Kunde von den Plattformen wie Facebook und Google. Wir machen ja Werbung. Aber ich glaube halt nicht daran, dass das langfristig die Zukunft sein sollte. Machst du das wirklich, um die Connection zu denen zu haben? Nee, die wollen die Connection zu uns. Was soll ich von denen? Also ich zahle dir. Das ist auch lustig. Ich habe ja vor 10 Jahren, das werde ich nicht vergessen, vor 10 Jahren, wenn man ein Startup hat, dann hat man noch nicht diese Rechnungsprozesse mit Facebook. Nee, du musst mit deiner Kreditkarte zahlen, ne, diese Werbung erstmal. Bis du dann irgendwann Vertrauen aufbaust und dann sagen die, okay, jetzt zahlst du nur noch pro Monat, dann schicken wir dir eine Rechnung. Nur am Anfang kennen die dich noch nicht, dann sagen die, du musst schon vorher zahlen. Ne? Also hier deine Kreditkarte hinterlegen. Und als ich dann nach Dubai gezogen bin, hatte ich halt noch meine Sparkassenkreditkarte aus Deutschland. Und die Rechnung ging immer nach Bremen zu meiner Mutter. Oh Gott. Ich habe dann, da ruft meine Mutter mich an und sagt so, Seigert, ich weiß, du kennst dich vielleicht besser aus als im Internet, aber ich krieg Facebook umsonst. Warum? Okay. Und dann, so, warum ich das sage, ist, wir haben halt sehr viel Geld bezahlt, nicht nur bei Facebook, sondern auch bei Google und machen wir immer noch. Und damals war das Narrativ, hey, du zahlst halt Werbung und diese Werbelinks, die verlinkst du nicht zu deiner Website, sondern du verlinkst die auf deine Facebook-Page. Dann haben wir immer gesagt, warum? Sagen, ja, die Conversion Rate ist besser, also die Transformationsrate von Klick auf wo immer die hin sollen, ist besser, wenn du sie innerhalb von Facebook lässt. Das hat Facebook uns damals so erzählt. Mhm. Ich gesagt, okay, aber dann habe ich ja immer noch nichts verkauft. Dann sage ich, ja, du hast du erstmal mehr Fans. Und dann kannst du ja was posten, beziehungsweise dann den Fans sagen, was sie machen sollen. Dachten wir, okay, wir akquirieren die einmal und dann können wir ja immer wieder posten. Mhm. Cool. Was die dann gemacht haben, ist, dass die gesagt haben, ja, wir zeigen das aber deinen Fans nicht mehr, wenn du deine Posts nicht boostest. Genau. Ja, das habe ich ja doppelt bezahlt. Ja, das ist passiert. So, und dann haben wir gesagt, okay, das ist nicht nett. Ne? Das sollte anders sein. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir das nur noch direkt auf unsere Website, ja, was auf jeden Fall besser war. So, aber jetzt habe ich gemerkt, dass wenn ich jetzt was poste an meine Fans, dann sieht das nur ein Bruchteil von denen. Und warum TikTok so erfolgreich wurde, ist, TikTok hat bewiesen, dass, und ich sage, dass Content Beziehungen schlägt. Ja, das hat Facebook mittlerweile realisiert und die schalten jetzt die Algorithmen um. Das heißt also, es ist viel wichtiger, was du postest und nicht, wie viele Follower du hast. Mhm. Ja, die Interaktionen sind nämlich nicht mehr beziehungsbasiert, sondern contentbasiert. Das heißt, ihr werdet jetzt viel mehr Content sehen von Leuten, denen ihr gar nicht folgt. Ja? Und Discovery ist jetzt viel, also Entdeckung ist jetzt viel wichtiger als Beziehung. So, und die Interaktionen, die finden auch nicht mehr in den Kommentaren statt, sondern die finden in den Messenger-Diensten statt. Das heißt, es wird weitergeleitet auf WhatsApp, auf Direct Messages und dort finden die Interaktionen statt. Das ist extrem wichtig. Warum das erst in den letzten paar Jahren so passiert ist, man könnte ja sagen, warum ist das jetzt nicht vor 5, 6 Jahren passiert? Jetzt stellt euch mal vor, ihr werdet künstlich intelligent oder ihr müsstet sowas bauen. Die künstliche Intelligenz muss ja entscheiden, was wem gezeigt wird. Ja, wenn du jetzt sagst, er folgt 300 Leuten. Ich muss jetzt entscheiden, was ich diesem Menschen zuerst zeigen soll. Das heißt, von diesen 300 Leuten posten vielleicht 50. Das heißt, du musst nur 50 Posts ranken. Das ist viel einfacher für die künstliche Intelligenz, als jetzt alle Posts zu ranken und dann zu entscheiden, wer was sieht. Das ist ein Riesenunterschied in Berechnung, in Computing. Und das ist gar nicht so einfach. Das ist erst in den letzten Jahren so möglich geworden, dass man wirklich diese Millionen von Posts ranken kann und dann
mass customized, das heißt also massenhaft dann individualisiert für die User. Es war ganz einfach vorher, also einfach in dem einfacher, dass man nur die Posts rankt von den Leuten, denen ihr folgt. Und da war TikTok viel besser, weil TikTok viel weniger Wert auf Follower legt. Darum werdet ihr auch sehen, dass Leute mit einer Million Followerschaft teilweise nur 1000 Likes oder Views kriegen und der nächste Post von denen dann eine Million. Das schwankt viel mehr, weil der Content viel wichtiger ist. Und das unterstreicht wieder genau das, woran ich glaube, dass das, was ihr postet, dass Content Creation eine Kernkompetenz sein muss. Und es ist eigentlich völlig egal, wer euch folgt und wie viele Follower ihr habt. Das ist viel wichtiger. Sehr, sehr wichtige Message für dich vor allem, weil wenn ich dich jetzt so abschließend noch fragen darf, jetzt kommen wir Richtung Web 3, das ist auch das, wo wir gleich auf dem Event noch ein bisschen drüber sprechen werden. Du hast gerade schon KI angesprochen, es gibt die künstliche Intelligenz, die ganzen Algorithmen, jetzt kommt Virtual Reality, jetzt kommt die Metaverse, NFT-Technologie. Wie stehst du zu dem Web 3? Ist das etwas, wo du sagst, ich meine, Dubai ist ja einer der absoluten Vorreiter, ne? Dubai ist ja the Metaverse City und tut ja auch sehr, sehr viel dafür. Bist du mit deinen Projekten, dass du sagst, okay, ich will da voll rein oder hältst du dich momentan noch zurück, beobachtest du ein bisschen den Markt? Also es ist auf jeden Fall noch sehr früh. Mhm. Ich habe zufällig in die Metaverse vor 6 Jahren investiert, aus Versehen. Ja, sorry, ne? Es kann passieren. Das ist echt wirklich aus Versehen gewesen. Und zwar war das eine kleine Firma, die hat eine Chat-App gebaut. Ganz normal, also so wie WhatsApp. Ja? Nur das Geniale damals dran war, dass die gesagt haben, hey, du kannst halt chatten und du kannst auch bestimmten Celebrities folgen. Mhm. Und die sieht man dann so als kleine Avatars. Mhm. Und der fasst dann alles zusammen für dich über diesen Star. Hat natürlich nicht funktioniert. Ne? Mhm. Und dann hat der einfach ein kleiner junger Mann, der war, glaube ich, 21, hat gesagt, hey, das mit der Chat-App funktioniert irgendwie nicht. So, okay. Dann hat er gesagt, wir bauen das jetzt um, wir machen einfach nur Avatars. Also einfach nur diese schönen digitalen Versionen von dir. Also erstmal nur Celebrities und dann von dir selber kannst du auch mal. Habe ich auch 4 Jahre, 5 Jahre nichts gehört. Dann war ich letztens in L.A. und da meinte er so, du, ich habe gesehen, du bist in L.A., lass mal treffen. Ich sage, hey, das hatte ich schon ganz vergessen. Also wir haben die Firma umgebaut, wir bauen jetzt die Avatars für die Metaverse. Sie haben jetzt eine 4 Milliarden Dollar Bewertung. Ich so, bin ich nicht Gesellschaft dann noch? Also, ja. Okay. Ja, und so bin ich dann in diese Metaverse-Geschichte. Ihr seht manchmal, hey, zeige ihn zufällig in ein weiteres Milliardenunternehmen reingeschlittert. Das war echt interessant. Und so, dann habe ich mich damit beschäftigt als Experte und habe gesagt, was ist denn jetzt wirklich so das Interessante dran? Ich glaube, wir sind sehr früh und es ist auch eine Riesenwette. Ich glaube, eine Wette, die Facebook gerade jetzt eingeht und auch sehr viel Geld dafür bezahlt. Und ich weiß nicht, ob das gut laufen wird, weil sie haben jetzt ihren Profit um 50% reduziert. Sie haben, glaube ich, 9 Milliarden schon investiert und wollen weiter investieren in die Metaverse. Aber es ist immer noch ein Nischenprodukt einer Nische. Ja, das heißt, man muss Menschen erstens davon überzeugen, dass sie digital präsent sein möchten in der Art und Weise. Also ich glaube, Facebook sagt, sie wollen einen realistischen Sinn der Präsenz schaffen. Ja, was das bedeutet ist, dass man irgendwann wirklich glaubt, dass dieses Hologramm da ist. Ja, dass man halt mit jemandem sitzen kann und man denkt, diese Person ist da, ist aber nicht. Da gibt es 2 Sachen. Erstens, werden wir das jemals glauben? Also kommen wir zu dieser Situation? Und zweitens, ist unsere Biologie dafür ausgemacht? Also können wir das überhaupt ab? Oder wird uns immer übel dabei? Ne? Das sind noch 2 ganz große Wetten, die Facebook dort eingeht. Und drittens natürlich, ob die Technologie grundsätzlich dahin kommen kann. Und ich glaube, gut, die haben das Geld, um sich das leisten zu können. Aber es kann auch wirklich sein, dass wir noch Jahrzehnte von entfernt sind und vielleicht auch nie dazu kommen, dass die Metaverse wirklich mehr als nur
eine bessere Form von Online-Gaming ist. Mhm. Es gibt natürlich sehr, sehr schöne Ideen, die man machen kann, nicht nur in der Metaverse, aber grundsätzlich mit der Blockchain und der Web3-Technologie. Grundsätzlich sind das aber auch sehr große Wetten. Also es ist sehr einfach zu glauben, dass wir jetzt morgen schon da sind, aber wir sind doch sehr weit entfernt. Mhm. Also was wir sehen ist, dass es Stimmungen gibt, teilweise solche Hypes, die dann sagen, hey, das ist doch eine super Idee, dass man zum Beispiel seine Identität bei sich behält. Ne? Also das ist ja die Idee von Web 3. Web 1 war ja einfach nur so Zeitung lesen online. Vielleicht erinnern sich noch einige von euch. Keine Interaktion, kein Login, gar nichts. Web 2 ist dann das, was wir jetzt so gerade haben. Ne? Man kann sich einloggen, man kann interagieren, aber die Daten liegen eigentlich mit den Plattformen. Und Web 3 hat die Idee, dass man sagt, hey, die Daten sollten eigentlich auf der Blockchain dir gehören. Und du kannst dann mit deiner Identität dann dich dann jeweils irgendwo einloggen, aber die Daten liegen bei dir. Das hört sich erstmal gut an, aber wenn man dann praktisch drüber nachdenkt, wie das dann funktionieren würde, dann merkt man, das ist nicht unbedingt besser. Ne? Also es ist auch sehr schwierig, dann ein besseres Produkt daraus zu machen. Natürlich könnte man das technisch hinkriegen, dass man sagt, okay, alles läuft auf der Blockchain, aber es wird, wenn ich jetzt meine Unternehmen anschaue, wie schwierig das ist, einfach ein einfaches Produkt auf den Markt zu bringen. Und wenn man jetzt noch überlegen würde, dass die Interaktion jetzt stattfinden müsste auf einer Blockchain und mit sehr vielen verschiedenen Teilhabern bzw. Meinungen, dann kann das dazu führen, dass diese Komplexität dazu führt, dass es nicht klappt. Wir nennen das immer too big to start. Mhm. Ja? Okay. Weil Sie hatten schon viele Ideen. Zum Beispiel wollten wir alle Autos in Dubai auf die Blockchain packen. Ich wollte dich gerade fragen, war da nie die Idee... Too big to fail, das habe ich vor 5 Jahren versucht. Das würde mich jetzt echt... Too big to start. Too big to start. Ja. Was mich interessieren würde, wie du das bewertest, was wir hier beispielsweise gemacht haben während der Corona-Pandemie, ich nehme das jetzt mal vorweg, das wäre eigentlich im letzten Part, die Leute konnten nicht raus. Na, gerade hier zum Beispiel in München war wirklich, die Polizei ist mit Sirenen durch, bleiben Sie bitte zu Hause und so weiter. So, jetzt gab es viele Berufsfelder, wie zum Beispiel Immobilienmakler, die konnten gar keine Besichtigung anbieten. Jetzt hatten wir einen Kunden, wo wir die Marke mit aufgebaut haben und der hat gesagt, hey, die Leute können gerade nicht die Wohnung besichtigen, weil ich kann die nicht treffen gerade. Mhm. Jetzt haben wir das Ganze sozusagen digitalisiert und haben Leuten auf der Webseite von dem Immobilienmakler angeboten oder auch bei ihm im Büro, was dann ja funktioniert hat, weil das sozusagen nur diese 2 Personen sind und nicht noch mehr involviert, eine VR-Brille aufzusetzen und quasi durch diese Wohnung zu laufen, die dann am Ende vermietet wurde. Hat, ich nehme es mal vorweg, sehr gut funktioniert. Warnen natürlich, hier und da gab es Leute, die gesagt haben, das ist mir zu fancy, mir zu weit weg, ne? Ich möchte jetzt nicht eine Brille aufsetzen oder durchgehen. Aber ich würde sagen, mehr als 50% haben das angenommen und haben gesagt, ja, ich möchte so diese Besichtigung machen. Kannst du dir nicht vorstellen, dass das auch auf viele andere Themenfelder übertragen wird? Ja klar, und zwar habe ich das in meinem Buch erklärt, Menschen sind leider nicht rational. Wir denken immer, wir wären rational, aber wir sind nicht rational. Und zwar hört sich in der Theorie alles sehr gut an. Ich hatte zum Beispiel jetzt ein perfektes Beispiel. Wir bieten den Leuten an, dass sie Autos online kaufen können, ohne sie zu besichtigen, weil sie 10 Tage Zeit haben, um dieses Auto zurückzugeben. Ja, kostenlos. Und trotzdem wollen die Leute einmal das Auto kurz berühren. Mhm. Da habe ich gesagt, okay, dann mach doch Videos oder Zoom oder was weiß ich, 3D, 4D und die können das Auto dann dort sehen. Nee, die wollen einmal kurz das Auto berühren. Haptisch. Ja, so, ist ja auch noch nicht mal, sie verstehen ja auch nicht das Auto. Wir haben ja wirklich Mechaniker, die das Auto besser verstehen und dann Bericht geben. Aber nee, da kommt einer, der schaltet den Wagen an, tritt vielleicht noch gegen den Reifen und sagt, ja, der ist gut. Den nehme ich. So, und das habe ich nicht verstanden. Das kostet ja mehr Zeit, mehr Geld für den Kunden im Endeffekt. Und dann habe ich mich damit beschäftigt, mit der Psychologie ein bisschen. Und ein Satz, der mir aufgefallen ist, es ist profitabler, den kognitiven Verzerrungen der Menschen zu dienen, als zu versuchen, sie zu heilen. Mhm. Ja? Es wird viel schwieriger sein, einen Menschen wirklich rational zu bekommen, als einfach ihn machen zu lassen, wie er es möchte.
Wir haben zum Beispiel Autoinspektion, wenn man ein Auto verkaufen möchte an uns. Ja, dann sagen wir, hey, wir kommen zu dir nach Hause, kostenlos. Oder du kommst zu uns, verkaufst dein Auto und fährst dann mit Taxi nach Hause. Was ist besser? Ja. Und eigentlich müsste ja fast jeder sagen, ja, komm zu mir oder wo auch immer, holt den Wagen ab und das war's. Aber die meisten wollen immer noch zu einer Filiale fahren und die Wagen dort abgeben. Das ist wieder sowas, was wo in der Theorie, wo ich sagen würde, wuff, das macht jetzt keinen Sinn. Ja? Und ich glaube, die Psychologie des Menschen ist sehr wichtig. Und wir werden theoretisch in der Lage sein, alles im Sitzen zu Hause zu machen. Ja? Außer Friseur und Restaurant. Die beiden Sachen nicht. Habe ich schon probiert. Oh, okay. Ja. Ja, also, und darum nimmt man sehr schnell an, dass das dann auch morgen umsetzbar ist. Ja, aber die Psychologie des Menschen kann eine oder zwei Generationen dauern, bis sie sich ändert. Daher ist das Timing im Markt auch sehr wichtig. Das heißt, viele Ideen sterben daran, weil sie zu früh sind oder zu spät. Und beides bedeutet, falsch zu sein. Ne? Das Timing ist sehr wichtig. Das heißt, um es jetzt mal zusammenzufassen, du selber beobachtest, schaust, aber bist jetzt nicht aktiv und sagst, okay, ich will Pionierarbeit hier gerade leisten. Wir machen das sehr oft. Also wir machen ständig, wir denken uns ständig neue Sachen aus, probieren sie. Ich glaube, auch nur so kommt man weiter im Unternehmen. Und diese Tests, wir nennen das MVPs, also minimal lebensfähiges Produkt. So Brainstorming, kurz das Skeleton-Modus von dieser Idee festlegen, das dann entwickeln und dann einen Test machen. Ja, dann macht man so einen AB-Test und dann schaut man mal, was besser funktioniert. In der Theorie sagen wir, hey, diese Idee ist genial, aber der Kunde sagt, nee. Und dann merkt man sehr schnell, dass es einen riesen Unterschied gibt zwischen Theorie und menschliche Psychologie. Biologie quasi. Ne? Und ich glaube, wir haben schon sehr viele innovative Sachen probiert und wo wir zu früh sind, wo wir vielleicht in ein paar Jahren vielleicht nochmal probieren werden. Wir geben aber nicht auf. Ich glaube, irgendwann kommt es dazu, dass die Menschen dann auch vielleicht sich anpassen. Aber es kann aber sein, dass es wirklich sich nie ändert und dass wir immer sagen, ein Zoom-Call reicht. Ja, also ein Skype reicht. Wir brauchen jetzt nicht unbedingt jemanden, der als Hologramm neben den echten Photonen sitzt. Brauchen wir nicht, vielleicht. Aber das ist was, wenn ich das wüsste, wäre ich reich. Okay, das lassen wir so stehen. Okay, das lassen wir so stehen. Sag Ihnen, ich will deine Zeit gar nicht länger strapazieren. Du hast schon einiges mit uns überzogen. Ich fand das unglaublich inspirierend. Du hast gerade backstage zu mir gesagt, du hast ja auch zu deinem Buch, sage ich mal, passend dazu eine komplette Masterclass gemacht. Einfach die Videoversion vom Buch. Die Videoversion vom Buch und hast gesagt, okay, für alle Leute, die heute hier sind, die bekommen tatsächlich... Kannst du vielleicht selber sagen, mit einem bestimmten Code? Platzer 50. Platzer 50. Und dann gibt es 50%. Genau. So sieht das Ganze aus. Dann gibt es das Ganze nochmal in Videoform. Ich selber kann nur sagen, unglaublich viel Mehrwert in diesem Buch. Ich fand es sehr, sehr spannend. Wie gesagt, dieser Twist zwischen der Headline und wirklich den Inhalt. Fand ich auch sehr spannend, mit dir mal über das Thema Social Media, Branding, Web 3 zu reden. Und für mich persönlich das allergrößte Learning ist, hier sitzt jemand, der so ein erfolgreicher Unternehmer ist, einer der einflussreichsten Menschen in Dubai, vielleicht sogar in der Welt mit. Dich kennt man einfach in der Branche. Ja, du sagst gerade, sonst wäre ich reich, aber das ist ja nun mal so. Und du sitzt hier und erklärst Social-Media-Strategien und wie wichtig Content-Creation ist. Und deshalb glaube ich, ihr sitzt heute alle richtig hier und das hat nochmal jemand bestätigt, der auf einem ganz anderen Podest sitzt. Deshalb zeige ihn, danke für deine Zeit, danke, dass du heute hier warst. Danke. Ja, das war's an dieser Stelle mit der Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sagt mir gerne Bescheid, ob ihr mehr von solchen Interviews haben wollt. Sehr inspirierender Talk. Allgemein war das komplette Event wirklich unglaublich genial. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir Feedback schickt. Ja, gerne in die Kommentare, gerne dieses Video liken, wenn ihr es im Podcast auf YouTube anschaut oder auch eine Rezension bei iTunes und Spotify geben. Und wir sehen uns nächste Woche Mittwoch wieder, wenn es heißt doppelter Espresso, gerne auch vier- oder sechsfacher. Mit mir. Cheers.